Ein Lied gibt's jetzt, bevor Frau Hecht-Galinski spricht. Das kennen einige, die schon auf der großen Mahnwache in Berlin waren. Das heißt, wollt ihr uns verarschen? Seid ihr gut drauf? Dann rufen wir jetzt mal Richtung Macht. Das heißt, wir müssen laut sein, weil die Macht ist auf dem Ohr meist taub. Wollt ihr uns verarschen? Wir haben leider die Band nicht dabei, der Bassist hat sich die Finger eingequetscht. Deswegen haben wir heute das erste Mal mit Playback. Wollt ihr uns verarschen? Und ich hoffe, ihr singt alle mit. In Berlin haben wir das alle gemacht. Wollt ihr uns verarschen, heißt das Lied. Da stehen noch einige, die kenne ich noch von Mainz. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr macht jetzt wieder schön Spaß und mit. Oder jetzt. Wir üben jetzt mal. Der Refrain ist ganz einfach. Und alle jetzt zusammen. Wollt ihr uns verarschen? Alle! Wollt ihr uns verarschen? Karlsruhe! Wollt ihr uns verarschen? Lauter! Wollt ihr uns verarschen? Lauter! Wollt ihr uns verarschen? 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 Ich fühle mich gerade verarscht diese Woche, als der Antrag der, ich glaub, der grünen Fraktion abgelehnt wurde, dass man Rüstungsexporte transparenter machen sollte. Also in diesem Land hält das Verfassungsgericht die Hand über die Rüstungsfirmen, vor die Rüstungsfirmen, damit die heimlich ihre Waffengeschäfte machen können. Wurde abgelehnt der Antrag. Da denke ich, wollt ihr uns verarschen? Wer schreibt die Gesetze in diesem Land? Wahrscheinlich der, der dann sagt, abgelehnt. Überlegt euch das. Wer macht die Gesetze? Die Macht. Die Rüstungsindustrie, militärisch-industrieller Komplex weltweit hat die Macht. Kein Richter würde sich trauen zu sagen, ihr müsst eure Rüstungsexporte transparenter anzeigen, bevor ihr Exporte macht. Wollt ihr mich verarschen, habe ich da wieder gedacht. Deswegen ist das Lied auch entstanden, weil ich Nachrichten höre in diesem Land und jedes Mal nach einer Nachricht denke, wollt ihr mich verarschen? Und ich fühle mich verarscht von diesen Massenmedien. Ich schreibe seit 20 Jahren sozialkritische Texte, komme aus dem Osten, stand in der Mauer, vor dem Mauerfall schon auf der Straße mit 19, weil ich Mut hatte und auch da schon gerufen habe. Wollt ihr uns verarschen, habe ich gerufen. 89. Und wenn du einmal so einer bist, der die Wahrheit sucht, einmal dieses Gefühl hast, wie gut es dir geht, wenn du auf der Bauch-Herz-Seite lebst, dann willst du doch nicht mehr weg, dann bist du erwacht aus dem Dornröschenschlaf. Und ich glaube, alle, die hier sind, bis auf ein paar Leute mit silbernen Hüten, sind erwacht. Das Schöne ist, man kehrt nie wieder zurück, wenn man einmal die Wahrheitssuche begonnen hat. Niemand kennt die Wahrheit. Wir können sie nur suchen, das ist unsere gottverdammte Pflicht, nach der Wahrheit zu suchen. Und wenn das einmal angefangen hat, der hört damit nie wieder auf. Und er singt. Wollt ihr uns verarschen? Wollt ihr uns verarschen? Wollt ihr uns verarschen? Was ganz schlimm ist, habt ihr das gehört, die Nachrichten, dass eine türkische junge Journalistin bei einem mysteriösen Autounfall ums Leben kam die Tage, weil sie Zusammenhänge zwischen NATO und ISIS aufgedeckt hat an der türkischen Grenze. Sie hat aufgedeckt, dass an der türkischen Grenze ISIS-Kämpfer durchgelassen werden Richtung Kobane und kurdische Kämpfer nicht durchgelassen werden zum Feld. Das hat die Frau aufgedeckt. Sie hat gesagt, sie wurde als Spionin enttarnt oder jedenfalls hat der türkische Geheimdienst gesagt, sie ist eine Spionin. Sie hat diese Materialien glücklicherweise natürlich verbreitet vorher. Zwei Tage später hatte sie einen Autounfall. Wollt ihr uns verarschen, Leute? Da heben einige mutige Menschen den Teppich, wie Julian Assange von WikiLeaks, wie Mannix, der Herr Mannix, der sogar im Knast sitzt. Das ist Faschismus für mich. Da sitzt du im Knast, wenn du die Wahrheit ans Licht bringst. Das ist Faschismus, Geschwister Scholl. Davor haben sie uns gewarnt. Wenn einer hier die Wahrheit sagt, wird er verfolgt und als Staatsfeind gesehen. Das hatten wir alles schon mal. Ans Kreuz genagelt. Schon immer. Wir werden immer mehr, das gibt uns Kraft. Jetzt kommt der letzte Refrain, da singen wir doch mal alle, wollt ihr uns verarschen, und dann kommt die Rede. Die nächste. Seid immer dabei mit Herz und Verstand.
Erkundigt euch im Internet, denn da erfahrt ihr wesentlich mehr als irgendwo anders auf dieser Welt. Wollt ihr uns verarschen? Wollt ihr uns verarschen? Und alle nochmal! Wollt ihr uns verarschen? Lauter! Wollt ihr uns verarschen? Weiter! Wollt ihr uns verarschen? Und ohne Band ist das gut. Wollt ihr uns verarschen? Jetzt hier! Wollt ihr uns verarschen? 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 In Berlin sind sie gestorben. Wollt ihr uns verarschen? Wollt ihr uns verarschen? Wollt ihr uns verarschen? Wollt ihr uns verarschen? Eines Tages. Wollt ihr uns verarschen? 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 Dankeschön! Ja. Entschuldigung, das ist halt mit Band besser, da kann man mal ein Zeichen zum Schlagzeuger geben. Das haben wir vorgestern aufgenommen, das Playback, weil der Bassist sich, wie gesagt, verletzt hat. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Jetzt kommt die nächste... Es muss aber ganz kurz sein. Es kommt die nächste... Kommt die nächste Rednerin zu uns. Möchtest du? Ja, liebe Frau. Hallo? Ton? André? Hab ich Ton? Okay. Also, ich darf begrüßen Evelyn Hecht-Galinski. Ich freue mich ganz, ganz toll, dass Sie zu uns gekommen sind. Und am Beifall hören wir, dass die Menschen neugierig sind. Ich möchte nicht viele Worte verlieren. Mikrofon frei. Also ich möchte Ihre, meine Stimme ist etwas gedehnt leider, aber ich möchte Ihre Geduld sehr lange strapazieren, weil ich weiß, wie das ist, wenn man in der Kühle steht und als mich eine... Man hört dich nicht! Lauter! Also ich möchte Sie nicht so strapazieren, meine Stimme ist auch lädiert, aber ich muss sagen, als mich eine junge Deutsch-Palästinenserin aus Freiburg... Ich wollte was sagen, bevor Sie anfangen. Also diese ganze Veranstaltung behindert mich genau das, was die Salafisten momentan... Also Entschuldigung, ich bin nicht dafür da, hier Fragen zu beantworten. Hören Sie sich an, was ich zu sagen habe und halten Sie den Mund. So. Also, als mich eine junge Deutsch-Palästinenserin fragte, ob ich nicht zu dieser Demonstration aus verschiedenen Mahnwachen kommen möchte, sagte ich spontan zu. Als dieser Termin feststand, da freute ich mich auch, dass Ken Jebsen und Petram Chayyar mitkommen würden. Nun sind wir also alle hier und ich frage mich wirklich, wohin geht diese Reise? Wofür stehen Sie und wofür stehen wir hier? Für Frieden sind wir alle. Aber was und welche konkreten Ziele haben Sie eigentlich auf diesen Mahnwachen? Ich jedenfalls habe ein Ziel und das verfolge ich seit vielen, vielen Jahren. Ich möchte nicht mehr über diese schreckliche Außenpolitik speziell gegen den jüdische Staat Israel mittragen und mit in Mithaftung genommen werden. Oder noch schlimmer,
ständig daran erinnert zu werden, dass ich zwar den Mund aufmache, aber sich nichts ändert. Für mich persönlich sind diese Friedensmahnwachen noch etwas fremd und werden auch fremd bleiben. Ich werde mich also nicht oft auf Friedensmahnwachen sehen lassen. Das überlasse ich anderen und das kann der Ken auch viel besser als ich. Obwohl ich in Berlin auf dieser Wahnsinnsdemo am 19. Juli eine wunderbare Erinnerung noch habe. Damals war der Gaza-Völkermord, der schreckliche Gaza-Völkermord der jüdischen Verteidigungsarmee noch in vollem Gange. Und es war mir ein großes Anliegen, Solidarität mit dem hilflosen und abgeriegelten, bis heute abgeriegelten Volk im Konzentrationslager. Und ich sage ja, im Konzentrationslager. Denn nichts anderes ist dieses größte und einzige Freiluftgefängnis der Welt, in Gaza einzutreten. Heute, 3 Monate später, hat sich die Situation für die eingesperrten Menschen in Gaza nicht zum Besseren gewendet. Nein, diese Menschen leben dort in den Trümmern ihrer von der jüdischen Verteidigungsarmee zerstörten Existenzen. Über 2100 Palästinenser wurden ermordet. Über 550 Kinder, mehr als 70% Zivilisten, viele traumatisierte Waisen überleben schrecklich in diesem Elend. Es ist unvorstellbar. Gaza ist wie vieles andere aus den deutschen Medien verschwunden. Es ist einfach kein Thema mehr. Fast täglich werden Palästinenser von jüdischen Verteidigungssoldaten ermordet. Ja, ich sage ermordet. Wie gerade wieder in den letzten Tagen 13-jährige Jungen. Es werden wieder Fischer aus Gaza verhaftet, weil sie angeblich die Fischereirechte übergangen haben. Es passiert jeden Tag ein neues Unrecht. Und lesen Sie etwas davon in unseren Medien? Sehen Sie etwas davon in der Tagesschau oder im Heute-Journal? Nein. Warum werden in deutschen Medien stets nur die Opfer auf der jüdischen Seite thematisiert, während die palästinensischen, von der jüdischen Verteidigungsarmee ermordeten Palästinenser unterschlagen werden? Warum? Ein ebenso trauriges Kapitel ist die Verlogenheit der deutschen Politik, wenn es um die Sicherheit des jüdischen Staates geht. Außenminister Steinmeier hat völlig recht mit seiner Aussage. Nicht nur mit Tun, sondern auch mit Unterlassen können wir uns schuldig machen. Aber nach welchen Kriterien wird das von der Politik entschieden und beherzigt? Warum werden keine Lazarettschiffe oder warum wurden auch keine Lazarettschiffe oder andere humanitäre Hilfe während des Gaza-Krieges an Gaza geliefert oder dorthin geschickt? Warum? War das nicht unterlassene Hilfeleistung jenseits jedes zivilisierten Handelns? Was passiert stattdessen? Deutschland liefert erneut nach den U-Booten 2 Korvettenschiffe im Wert von 1 Milliarde an den jüdischen Staat mit einem großzügigen Rabatt von 300 Millionen, gesponsert von uns deutschen Steuerzahlern. Was könnte man alles mit 300 Millionen Euro machen? In Afrika zur Ebola-Bekämpfung beitragen, für die vielen Flüchtlingsströme verwenden, an denen wir auch wir
eine große Schuld tragen. Es gäbe jede Menge wichtiger Aufgaben für diese verschleuderten Gelder. Stattdessen aber, nein, erneut wird der jüdische Staat von der schwarz-roten GroKo dafür mit Geschenken belohnt. Mit Völkerrechts- und Menschenrechtsverbrechen, dafür werden sie belohnt für diese Art der Politik. Es ist eine Schande. Ich schäme mich als Deutsche.